Hey ho, Schnuckis. Willkommen auf meinem Kanal. Und heute, ja, natürlich sprechen wir über Nataschas Neuheiten, ganz klar. Und zwar die Mini-Biber und das Rose-Cheek-Duo. Das hat sie letztes Jahr rausgebracht und ich habe es natürlich gleich geordert, ist ganz klar. Und wir reden mal darüber und schminken ein bisschen damit. Und wenn ihr sehen wollt, was ich dazu zu sagen habe, bleibt dran. Jetzt gucken wir uns die beiden Neuheiten von Natasha Denona natürlich an. Ist ganz klar. Und zwar hat sie kurz vor Weihnachten die Mini-Biber und das Rose-Cheek-Duo rausgebracht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ob es das jetzt schon gibt bei Sephora, wenn ich das Video raushaue. Das weiß ich nicht. Also jetzt, wo ich es drehe, gibt es die bisher nur bei Beauty Bay. Nee, bei Beautylish und bei Cult Beauty. Aktuell zu diesem Zeitpunkt. Ich verlinke euch das aber unten in irgendeiner Art und Weise in meiner Infobox. Ich habe ja angefangen, auch dort Links reinzumachen. Ihr habt euch das auch immer wieder gewünscht. Jenny, kannst du es nicht verlinken? Und so nach und nach werde ich die meisten Produkte nach Möglichkeit verlinken einfach. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo, was für ein Link finde ich. Gibt es die Sachen gerade aktuell, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, aber ich bemühe mich. Fangen wir doch erstmal an mit der kleinen Palette, die Mini Biber. Ja, also wo, ich habe hier die große Biber, ich muss mit der immer vorsichtig sein, mein Schwarz fällt mir immer raus. Wofür steht die? Die steht für verschiedene neutrale matte Lidschatten. Das ist eigentlich die Biber. Die hat halt drei Schimmertöne. Diese drei hier und alles andere ist matt. Aber auch zum großen Teil Cream to Powder. Also zum Beispiel der hier ist so ein creamy, cremige Textur. Der schwarze, der hier, dieser. Genau, also es gibt da sehr schöne Farben. Wenn wir die jetzt mal dazu halten, die kleine Mini-Palette, da ist sie. Es sind alles neue Farben hier drin. Es sind natürlich Farben, die schon ähnlich sind. Es kommt ja immer die Frage, brauche ich die Mini, wenn ich die Biber habe? Nein. Also, wenn du die Biber hast, hast du eigentlich alles, was du brauchst an Nude. Du brauchst nach der Biber eigentlich nicht wirklich was, weil die hat ein paar Töne, die sind extrem geil. Wenn du natürlich sagst, ich hätte gerne diesen, hier ist so ein Peachy-Ton drin, der, sowas in der Art ist in der Biber überhaupt nicht drin. Ich finde, diese beiden Töne hier gehen so ein bisschen so ins Rötliche, wisst ihr? Und sowas gibt es in der Biber eigentlich nicht wirklich. Also es gibt zwar diesen, den hier. Ist auch so ein Cream Powder. Den könnte man jetzt vielleicht mit der hier, mit dem Ton ein bisschen vergleichen. Das ist aus der Biber und das ist aus der Mini Biber. Die sind sich schon ähnlich, wobei ich den noch ein bisschen rötlicher finde. Aber diese, die sind schon ähnlich. Dürfen sie ja auch, ne? Dürfen sie auch. Und dann würde ich hier nochmal vergleichen, diesen Ton hier mit dem hier. Ja, das ist aus der Biber, das ist aus der neuen, aus der Mini. Der hier ist deutlich kühler und der ist tatsächlich rötlicher, rotbrauner. Ja, das ist aus der Mini, das ist aus der Original. Oh, jetzt kommt die Post. Wetten? Warte, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. So, das war die Post. Nicht spektakulär aus. genau, dann gucken wir uns nochmal diesen hier an. Das ist so, ja, so ein Transition-Ding. Oh, meine Finger sind noch ein bisschen siffig. Warte, ich mache die erstmal richtig sauber. So geht das ja nicht. So geht das ja nicht. Mit den guten alten BB-Feuchttüchern. Ich kann nicht ohne die leben, ne? Ich habe jetzt schon alles Mögliche probiert. Also verschiedenste
Augen-Make-up-Reiniger. Nein, das geht alles nicht. Mm-mm. Ich kann das nur mit denen. Damit mache ich mein Augen-Make-up ab. Ja. Ich weiß, ich komme in die Hölle dafür. So, dieser Ton hier. Das ist so ein schönes, neutrales Braun, so, was man so überall drüber machen kann. Da ist ja in der Biber hier dieser Ton Freckle, der ist ja gigantisch, also muss man echt sagen. Und Buff, was man vielleicht so ein bisschen in die Richtung drehen könnte. Das ist aus der Mini und die beiden sind aus der Biber. Würde ich sagen, hat nichts miteinander zu tun. Also kann man jetzt nicht sagen, ja, ist doppelt gemoppelt oder so. Ja, und dann gibt es ja noch diesen Peach-Ton, der ist auch nett, aber sowas ist auf jeden Fall in der Biber nicht drin. Und dann haben wir noch den Schimmerton, der extrem schön und cremig ist. Da mache ich jetzt mal diesen hier im Vergleich. Ja, das ist aus der neuen, das ist aus der alten. Alles klar, der, ja, also, der hier ist neu, der ist alt, der neue ist rosiger, ein bisschen, aber ehrlich, ich glaube, auf dem Auge spielt das nicht eine wirkliche Rolle, also, ich würde jetzt echt sagen, hier ist es so, wenn ihr die Biber habt, ihr braucht nicht unbedingt die Mini-Biber, ne, also, das ist jetzt nicht ein Muss, aber es ist schön, ich finde gerade die Biber, ist ja auch eine große Palette, wenn ihr jetzt jemand seid, der ständig reist, dann ist das vielleicht eine nette Ergänzung dazu. Ja, ist, kann man machen, ja. Ich würde jetzt mal ein Augen-Make-up schminken, damit einen Look. Und ich werde auf jeden Fall mich in diesem Bereich hier aufhalten. Wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt, wie man diese Cream Powder Dinger am besten aufträgt, kann ich das gerne machen, weil ich habe immer wieder die Fragen, oh, ich komme damit nicht so gut klar, das wird bei mir fleckig und so, und ich würde euch das, kann euch das gerne nochmal zeigen. Aber ich gehe heute ganz klassisch hiermit, weil ich habe keinen Bock, ehrlich, auf dieses rötliche Peachy. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht. Hab einfach keinen Bock drauf, ja. Ich sammle mal meine Pinsel zusammen und dann geht's los. So, kommt mal ein bisschen ran. Ist natürlich so, ihr kriegt jetzt hier keinen fancy-pansy-Mega-Look, sondern was ganz Klassisches, weil das ist halt eine klassische Palette. Was will man da irres dran machen? Ich würde jetzt einfach hier mit starten. Ich habe schon einen Primer drauf, einen Lidschattenprimer, aber ich werde nicht so viel darüber reden. Denn ich bin ja gerade hart am Lidschattenprimer testen und das hier ist aktuell mein Favorit, muss ich sagen, den ich jetzt gerade drauf habe. Deshalb ja, macht es halt auch Sinn, das mit einer neuen Lidschattenpalette zu testen, wobei ich die Lidschattenpalette schon benutzt habe. Also kein Problem damit. Wie immer halt, eine ganz normale Natasha Denona Qualität, ne? Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil es wird ja immer so, ja, nee, die Qualität hier ist besser als da. Ja, es gibt ein, zwei Paletten, die sind etwas schwächer in der Performance, aber im Grunde ist es, ist das Nataschas typische Qualität. Und ich blende mir den Ton jetzt einfach schön, weil ich finde den sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Das ist ein ganz schöner Braunton einfach und mein Auge tränt, ne? Wie immer. Wie immer. Richtig geil. Es kommt oft so, finde ich, dass die Töne auf dem Auge am Ende intensiver und dunkler erscheinen als im Fältchen. Ich finde, das ist sehr, 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 sehr häufig bei Natasha so. Was ich persönlich ganz geil finde, ich finde es besser so rum, als wenn du ja, denkst, voll der geile, intensive Ton und packst ihn rauf und er ist nur so eine Wash of Color. Das würde mich ja dann nerven, ne? Also von daher finde ich das wirklich, wirklich sehr, ich finde es besser so. Und dieser Primer, den ich hier gerade drauf habe, der greift auch ordentlich Pigment, wie ihr sehen könnt. Also
Es ist natürlich so, ich bin ja im Moment in dieser Phase, wo ich überlege oder wo ich so unzufrieden bin mit meinem Mac Paintpot auf einmal, wo ich auf einmal das Problem habe, dass mir die Lidschatten in der Lidfalte verschwinden. Ich habe keine Ahnung warum, ihr wisst, wie ich immer über den Mac Paintpot geschwärmt habe, aber im Moment habe ich irgendwie ein Problem damit, das funktioniert nicht mehr so richtig und ich suche gerade einen neuen Primer. Und ich höre öfter mal von Abonnenten und Abonnentinnen, dass ja, dann sette doch einfach die Lidschattenbase, bevor du das Augen-Make-up machst, dann hält das besser. Könnte theoretisch sein, aber ich finde, dann verlieren viele Lidschatten an Power. So. Also wenn man die Lidschattenbase vorher settet, kann man wahrscheinlich softer verblenden, aber es geht auch Pigment verloren, weil man packt ja dann Puder auf Puder und dementsprechend geht dann einfach ein bisschen Wumms verloren und das kommt für mich halt nicht in Frage. Also ich sette meine Lidschattenbase schon super lange nicht mehr. Also von daher, danke für den Tipp, aber das werde ich nicht machen. So, dann nehme ich den dunklen und gehe einfach so ein bisschen rein. Ich arbeite mit meinen Lidschatten sehr oft sehr viel tupfend. Und so funktionieren auch die Cream Powder, finde ich, am besten. Ich mache sowieso bei den meisten Make-up-Sachen irgendwie eine Mischung aus Tupfen und Blenden irgendwie. Also ich tupfe mir erst hier das Produkt auf. Und wenn ich jetzt hier nach oben hingehe, dann gehe ich so ein bisschen, ja, blende ich das quasi. Und wie bei Natascha üblich, ich habe so gut wie kein Fallout. Also ganz, ganz bisschen jetzt hier, aber nicht der Rede wert. Ich finde, aber der Ton hat auch so einen leichten rötlichen Touch, ne? Also ich muss sagen, die ganze Palette hat so einen, ja, hat irgendwie einen rötlichen Touch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, merkt ihr schon. Weil ich finde, in der Biber sind halt so übertrieben geile Töne drin. Und hier ist sehr viel, ja, rotbraun. Meine Tochter hat noch Ferien, die geistert hier rum. Die lässt mich aber voll geil gerade hier drehen. Dafür guckt sie ja Curry. Ja, Curry ist immer noch irgendwie Thema. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist, ja, findet sie voll geil. So, das finde ich übrigens, ich finde es jetzt auch gut, ne? Aber ja, wie gesagt, ich finde, sie hätte, ich finde manchmal ihre Entscheidungen im Moment, ich hätte andere getroffen, muss ich sagen. Ja. Ganz bisschen Fallout. Und jetzt nehme ich natürlich den cremigen Ton. Der ist recht bröselig, muss ich sagen. Also, ich glaube, da muss man gut aufpassen. Aber dadurch, dass der so cremig bröselig ist, lässt er sich natürlich extrem geil draufpacken. Man muss so eben ein bisschen vorsichtig sein wegen Fallout. Ich ziehe mir den so locker ein bisschen rüber, dass man hier auch noch so ein kleines bisschen Schimmer hat. Ja, aber der Ton ist wirklich sehr, sehr schön. Wobei ich habe im Moment irgendwie das Gefühl, auch durch diese Face-Paletten, die sie rausgebracht hat, es ist sehr oft sehr viel Ähnliches dabei. Weil so ein Schimmerton, so ein Champagner-Schimmer, würde ich mal sagen, gibt es schon zu hundertfach von Natascha in irgendeiner Art und Weise. Gut, sie hat natürlich auch nicht gesagt, dass sie jetzt hier mit der Mini-Biber das Rad neu erfinden will, aber trotzdem, ich könnte ein bisschen mehr Innovation jetzt demnächst mal vertragen.
Also, ne, wir hatten jetzt die Retro, die so neutral war. Dann hatten wir die beiden, auf die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, die beiden Paletten, die neutral sind. Dann kommt die Biber, die neutral ist. Also, ich habe jetzt nichts gegen die Mini Biber, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass es viele gibt, die werden die mögen. Aber wie wär's? Also ich hätte mir lieber eine Mini Duochrome gewünscht. Oder wisst ihr irgendwas Spannendes? Das ist gerade so ein bisschen. Also ich bin ja nicht der Typ, der Natascha so kritisiert am laufenden Band. Aber ich muss es auch mal machen, weil ich finde, ja, es könnte ein bisschen irgendwas. Klar, der Look ist jetzt mega schön, alles gut, aber irgendwie. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier eine Palette sein wird, zu der ich permanent greifen werde, wo ich sagen werde, Halleluja, total spektakulär, was du da gemacht hast. Ich finde die gut, qualitativ in Ordnung, gut, qualitativ gut, Farbauswahl. Ihr seht, es hat alles ein bisschen diesen rötlichen Touch. Ah, wisst ihr, ich hätte. Also wenn ich die Biber, Mini Biber gemacht hätte, ne, dann hätte ich mir hier so einen Ton genommen, so einen Ton, so einen gräulichen Ton. Wisst ihr, also ich fange jetzt zwar auch schon an mit dieser Meckerei auf hohem Niveau und mit diesem, naja, also ich hätte ja einen anderen Ton reingemacht. Ist ja immer noch Nataschas Sache, aber mir ist es zu rötlich. Mir ist es ein bisschen zu rötlich alles. Ja. Und natürlich lässt das meine grünen Augen wirklich hervortreten, aber ich finde, es macht auch so einen Ticken krank, oder? Also pass auf, ich werde mir jetzt ein bisschen Bronzer auftragen, meine Wimpern machen und Augenbrauen und dann sprechen wir hier über die. So, Augen-Make-up ist fertig, ist schön. Ich raste nicht aus deswegen. So, gehen wir mal über zu dieser kleinen süßen Palette hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, wartet, auch dieses Blush and Glow. Was ja niedlich ist, aber ich benutze das jetzt nicht so häufig. Wobei ich den Highlighter aus diesem Blush and Glow schön finde. Das ist halt auch diese Mini-Größe, ne? Das ist genauso groß wie das Mini-Blumen. Ne? Damit ihr es wisst. Nicht, ist, sie hat ja auch noch diese größeren Blush-Duos. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Wobei, man braucht ja auch nicht unbedingt so viel. Hier muss ich sagen, für den Blush-Pinsel für mich ein bisschen zu klein. Ja, also wenn ich da jetzt, das ist schon mein kleinster, ehrlich gesagt. Wenn ich da richtig, wisst ihr, reinrammeln, dann sieht das schon, ich habe gerade so ein bisschen, weil ich habe es auch schon benutzt, so ein bisschen versucht, das sauber zu machen, damit es nicht ganz so siffig aussieht. Sieht aber siffig aus. Mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, dachte ich, dieses Blush hier, warte mal, sieht doch genauso aus wie aus ihren neuen Face-Paletten. Ich habe ja beide da, die helle und die dunkle, und ich swatch euch das mal, aber zum Glück ist es nicht so. Kann ich euch schon mal sagen. Das hier ist die dunkle Glam Face und das hier ist die helle Glam Face. Ich gehe jetzt mal in die dunkle. Ich finde die Textur von ihren Creme Blush ist sehr geil, muss ich wirklich sagen. Also ich liebe ja schon auch die Blumen, ne? Die große erste Face-Palette quasi von ihr. Und dann gehen wir mal hier. Und zum Glück, das ist der dunkle, aus der dunklen, aus der hellen. Und das ist der neue, der ist sehr rosa, richtig schön. Also zum Glück ein anderer Ton, aber komplett die gleiche Qualität. Also es ist exakt die gleiche Formulierung. Also da ist nichts anders. Dann hatte ich ja fürchterlich Panik, dass der Highlighter so ist wie die Highlighter aus den Paletten. Denn ich muss leider sagen, die Paletten liegen hauptsächlich bei mir, weil mich die Highlighter nerven. Mir sind die einfach zu glitzerig. Ich kann es nicht anders sagen. Irgendwas an dieser Textur mag ich nicht. Dafür mag ich aber zum Glück die Textur hier drin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Also, das ist aus dem Mini und das ist aus der hellen und das ist aus der dunklen. Die sind so grob glitzerig und das ist cremig.
ich denke, den Unterschied kann man ganz gut sehen. Ich lasse den jetzt gleich mal dran, denn man sagte mir, das wäre das gleiche wie der Superglow in Medium. Den ich jetzt gerade irgendwie nicht auf den Finger kriege. Superglow in Medium. Superglow in Medium und der neue. Und ich finde, es ist wirklich, man kann, ihr könnt eigentlich keinen Unterschied erkennen, wo was ist, ne? Kann man auch nicht. Es ist sehr, 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 sehr ähnlich, muss ich sagen. Und ist natürlich schön, weil das ist dann ein schöner Highlighter. Ich weiß nicht, ich muss einfach sagen, Natascha ist natürlich die Königin der Lidschatten. Bei Highlightern, warum macht sie nicht alle in dieser geilen Textur? Weil die sind so toll, die Superglow, finde ich. Sind meine liebsten Highlighter mit. Da sehe ich schon vom Weiten irgendwie dieses Glitzern. Ne? Wir reden jetzt natürlich nicht über die Palette. Und ihr müsst, habt ja auch mein Video hierzu gesehen. In meinem Fazit stört mich hauptsächlich der Glitzer, der überall ist. Das ist zum Glück hier nicht so. Wobei hier in dem Blush auch so ein bisschen Glitzer drin ist. Das finde ich aber nicht so schlimm. Ich fange mal an mit dem Highlighter. Und den tragen wir jetzt an den üblichen Stellen auf. Und der ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also zum Glück, es ist ein schöner Highlighter. Das ist auch nicht irgendwie so ein übertriebener, sondern man kann den wirklich auch in echt tragen und sieht nicht aus wie eine Disco-Kugel. Ich mag ja schon auch Highlighter, die reinhauen, ne? Bitte, so ist es nicht. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade die Scott Barnes Highlighter-Palette gekauft. Die haut rein. Aber ich mag es halt ganz oft auch einfach so und ich finde den sehr schön. Also da bin ich schon mal glücklich, dass das hier nicht so ein grober Glitzer-Highlighter ist. Die leider, also die sind jetzt nicht grottig in den Face-Paletten, aber es befriedigt mich nicht. Ich würde jetzt zu den großen Face-Paletten nicht greifen, wegen der Highlighter. Mm-mm. Blush. So, und ihr ahnt schon, weil ich sagte schon reinrammeln, der ist schön, ist mir aber zu soft, ja. Also ich muss schon, ihr wisst ja, ich mag gerne viel Blush und ich muss schon sehr viel machen. Aber es liegt natürlich auch an dem Ton, ne? Dieser Ton ist sehr, my cheeks but better, wisst ihr, also, es ist schon ähnlich wie meine roten Wangen, so würde ich mal sagen. Was jetzt auch nichts Schlechtes ist, weil es ein sehr schöner Ton. Ich glaube, das wird sehr vielen Leuten gefallen. Es ist halt ziemlich, ja, es ist schön. Es ist schön, für mich könnte es ein bisschen mehr Wumms haben. Und es ist einfach von der Qualität, ich liebe die Creme Blushes von Natascha. Aber ihr könnt schon sehen, es passiert jetzt nicht so übertrieben viel auf meinen Wangen. Ne? Viele werden jetzt sagen, ja, sieht voll gut aus, lass so, Jenny, gefällt mir. Aber wenn ich jetzt gleich gehe, mache ich mir wahrscheinlich noch was anderes drauf. Und, ne, ihr merkt schon, was ich meine. Für mich ist die komplette Kollektion nichts, wo ich sagen würde, ich könnte aus dem Höschen hüpfen, weil ich möchte mal behaupten, ähnliche Farben habe ich schon zuhauf, ist mir ein bisschen zu rötlich. Hier, das was hier besonders schön ist, ist der Highlighter, aber so einen habe ich hier schon. Und das Blush ist wunderschön, aber ich habe das Bedürfnis, Sublime Flush hier drüber zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich denke, für Natascha Denona Anfänger, für Leute, die es gerne neutral, aber mit ein bisschen rötlichem Touch mögen, ist das was. Und für Sammler. Natürlich, ich heule jetzt nicht rum, dass ich die habe, weil ich bin Natascha Denona Fan. Und früher oder später, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, Mensch, mich interessiert es nicht so, ich hätte es mir sowieso geholt. Ja, weil ich,
ich sammle eben einfach auch ihre Produkte. Es gibt ja auch mal Produkte, die wieder ausziehen dürfen, seltenst, aber das passiert natürlich. Nett, nett. Das ist auch das Ende des Videos. Ihr habt es gesehen, ich bin sehr im Zwiespalt. Für mich ist es nicht die coolste Kollektion, die Natascha hier rausgehauen hat. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist auch nichts, was mich völlig begeistert. Haut mal raus, habt ihr Interesse dran? Wie sieht's aus? Werdet ihr euch die Sachen holen? Und ja, was wünscht ihr euch von Natascha? Ich sag's ja immer noch, ich hätte gerne eine kühle Metropolis. Ja, das wär's. Das wär mit so richtig vielen Cream to Powder und mit auch in der Größe und ein bisschen spektakulärer. Das wär's. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal.